Hallo, ich freue mich sehr, hier beim besten Wetter das Team von Endoskopie aktuell und Sie, liebe Zuschauende, in Tübingen begrüßen zu dürfen. Tübingen hat so einiges zu bieten für die Endoskopie-Begeisterten und heute beim Thema Innovation in Scope besuchen wir Ovesco. Wir befinden uns hier im Cyber Valley von Tübingen. Hier haben sich unter anderem CureVac und Amazon niedergelassen und Ovesco. Ich treffe gleich Alicia, die Marketingleiterin. Hallo liebe Dörte, herzlich willkommen bei Ovesco. Schön, dass du heute hier bist. Ja, toll, was machen wir? Ja, wir haben heute einiges mit dir vor. Wir schauen uns heute hier verschiedene Bereiche im Haus an. Unser Slogan ist ja Innovation in Scope. Das heißt, ich möchte heute gerne zeigen, was Innovation hier bei Ovesco für uns bedeutet, wie wir das in den verschiedenen Abteilungen leben. Das heißt, wir schauen uns heute die Forschung an, ein bisschen die Produktion, aber auch den Trainingsbereich. Und ja, ich habe auch noch eine kleine Überraschung für dich. Ja, dann lass uns loslegen, ja, oder? Wunderbar. Ich habe ja selber schon mal Ovesco-Training bekommen, deswegen weiß ich ja, wo der Seminarraum ist. Ja, genau. Was gibt es denn heute? Ja, heute findet hier ein Resect Plus-Training statt, also für unsere optimierten Resektionstechniken. Das hast du ja, ja auch schon mitmachen dürfen. Und wir machen hier heute mit deutschen Anwenderinnen und Anwendern einen Kurs. Wir machen aber übers Jahr so 50 verschiedene Kurse und Workshops mit auch internationalen Anwendern. Und Training ist wirklich für uns ein essentieller Bestandteil. Also wir sind der Meinung, um innovative Produkte wirklich im klinischen Alltag zu etablieren, braucht es ein sehr gutes Schulungskonzept, damit wir sicherstellen können, dass die Patientenergebnisse überall gleich, aber auch sehr gut sind. Das Schöne an eurem Training ist ja auch, dass es ein kombiniertes Assistenz-Arzt-Training ist. Also ich glaube, das wird auch sehr gut angenommen, oder? Ja, wir empfehlen auch immer sehr, dass die Assistenz mitkommt, weil es einfach eine Kommunikation im Team ist. Besonders wichtig, da freuen wir uns immer. Und wir haben jetzt bis dato schon ca. 3000 Personen auf FTRD geschult und du gehörst ja auch dazu. Absolut. Und wohin gehen wir jetzt? Wir gehen jetzt zum Herzstück unseres Gebäudes und zwar zur Produktion. Und da möchte ich dir gerne noch jemand weiteres vorstellen und zwar den Gunnar, unseren Leiter der Produktion. Hallo Gunnar, ich freue mich sehr hier zu sein. Hallo Dörte, herzlich willkommen. Ja, ich würde dir gerne ein paar spannende Einblicke in die Produktion geben heute noch. Hier sehen wir gerade den DC-Cutter-Arbeitsplatz. Da wird gerade das Kabelinstrument für unseren DC-Cutter gefertigt. Mhm. Ja. Die DC-Cutter-Sonde ist ja für die Clip-Entfernung mit dem Remove-System da letztendlich. Wir haben ungefähr 400 Quadratmeter Reinraumfläche, in der quasi unsere Produkte unter kontrollierten, sauberen Bedingungen hergestellt werden. Im Monat sind das ca. 5000 Produkte, die hier das Haus verlassen. Und durch unseren Customer Service und die Lagerlogistik im Prinzip in 80 Länder der Welt versendet werden. Ja. Das ist ja großartig. Ich wusste gar nicht, dass hier so handwerklich gearbeitet wird bei euch, Gunnar. Das ist ja sehr beeindruckend. Ja, das ist richtig Manufakturbetrieb. Ja. Das ist aber in der Medizintechnik üblich eigentlich, weil es oftmals kleine Stückzahlen sind und auch sehr spezielle Instrumente für die verschiedenen Behandlungen letztendlich, die durchgeführt werden. Hier ist es nochmal eine Besonderheit beim DC-Cutter, weil wir an den Grenzen des Möglichen sind. Wir müssen mit einem gewissen Kabelquerschnitt eine gewisse Menge an Strom durch das Instrument bringen. Ja. Dürfen aber den Arbeitskanal von 2,8 mm des Endoskopes sozusagen, ja, den haben wir als Begrenzung und dürfen dann nicht im Außendurchmesser zu groß werden. Ja, also das war jetzt ja Handarbeit, aber wie ich hier sehe, da steht ja ein Roboter. Ja, genau, das ist unser Cobot. Das ist quasi ein Roboter, der mit dem Menschen zusammenarbeiten kann. Ja. Unser Einstieg sozusagen in die Automatisierung. Wir haben hier auch ein selbstentwickeltes neuronales Netz, quasi eine KI, ja, mit der wir diese transparenten Kappen sehr zuverlässig und präzise erkennen können. Ja. Und vor allem, wir haben jetzt das Know-how wirklich im Haus, wir haben es uns selbst erarbeitet und wir können jetzt in der Zukunft weitere Themen angehen und uns da flexibel in der Automatisierung bewegen. Wofür verwendet ihr denn die KI sonst noch? Wir haben eine automatisierte KI-Qualitätskontrolle, ja,
wo wir quasi bei den Sterilverpackungen, also bei dem Blister zum Beispiel vom OTSC-System, eine optische Kontrolle machen können. Das ist eine 100% Kontrolle. Ja, dann entlasten wir den Mitarbeiter. Die KI kann erkennen, fehlt eine Komponente, ist eine Komponente richtig eingelegt, hat ein Mitarbeiter bei der Verpackung zum Beispiel eine Wimper verloren und die landet jetzt in der Sterilverpackung. Ja, sowas kann die KI wunderbar erkennen. Wir wollen dir jetzt noch was richtig Cooles zeigen. Und zwar fängt bei uns Produktion schon im ganz Kleinen an. Wir stellen nämlich seit ein paar Jahren jetzt auch unsere Fäden für die Clip-Produkte selbst her. Und ich glaube, Gunnar kann am besten erzählen, wie die Maschinen hier zu uns gekommen sind. Ja, das war erstmal ein Schock, als unser damaliger Auftragsfertiger uns gesagt hat, er schließt seinen Medical-Bereich, wo er diese Fäden produziert hat für uns. Am Ende haben wir uns dafür entschieden und hat sich auch vom Business Case am besten dargestellt. Wir übernehmen sozusagen die Maschinen, den Maschinenpark von ihm und produzieren jetzt hier alle 2 Wochen ungefähr 4000 Meter Faden. Ja? Also man sieht, es geht hier ganz schnell alles, ja? Ja. Aber oben wickelt sich der Faden nur ganz, ganz langsam auf. Also es dauert schon eine ganz schöne Zeit, bis der Faden produziert ist. Und wenn man jetzt alle Fäden zusammennimmt, der weltweit eingesetzten Produkte, dann kommt man schon von München nach Berlin. War das schon die Überraschung? Noch nicht, die kommt jetzt gleich. Aber an der Stelle werden wir uns von Gunnar erstmal verabschieden. Vielen Dank, Gunnar, es war sehr spannend. Ja, hat mich gefreut. Ja, liebe Dörte, du hast jetzt ja schon Handschuhe an, aber du weißt noch gar nicht, was du machen darfst, oder? Bin sehr gespannt. Ja, das ist die Überraschung. Und zwar darfst du heute mal was ganz Besonderes machen, was hier normalerweise niemand von extern machen darf. Und zwar einen kleinen Produktionsschritt beim Clipformen übernehmen. Und du darfst dann gleich, wenn es soweit ist, den Hebel bedienen. Ja. Ach, wie aufregend. Das ist wirklich eine Premiere hier und der Clip würde danach jetzt noch weiter bearbeitet werden. Das heißt, der wird jetzt gleich noch abgeschreckt und im nächsten Schritt wird er dann auch noch geätzt. Großartig. Vielen Dank. Ja, ich wollte dir hier noch einen kleinen Blick ins Reinraumzelt gewähren, weil hier sieht man ganz schön, wie in so einer wirklich kleinen Manufaktur alles in Handarbeit hergestellt wird und wirklich auch relevante Mengen. Man sieht hier schön die ganzen Kappen aufgereiht und es werden ungefähr 70% von unserem Produktportfolio wirklich hier im Haus produziert und mittlerweile haben wir auch einen Produktionsstandort in den USA. Und was du hier im Regal gerade siehst, sind unsere OTSC Neo Kappen, noch nicht mit Clip bestückt, aber schön mit Faden aufgereiht. Gewickelt. Das ist ja wirklich wunderschön hier. Ja, da lässt sich's aushalten, oder? Es ist jetzt auch gar nicht so schlecht, vielleicht eine kleine Kaffeepause hier oben zu machen. Das war schon ganz schön viel Input. Alicia, vielleicht könntest du noch ein bisschen was über Uvesco am Standort Tübingen erzählen. Mhm. Ja, gerne. Also Uvesco wurde 2002 gegründet und hier jetzt in diesem schönen, modernen Gebäude sind wir seit 2019. Und seither sind wir auch schon wieder wahnsinnig gewachsen. Also wir haben jetzt hier nicht nur räumlich uns ausgebreitet, sondern auch personentechnisch sind wir bei 150 Personen aus, ich glaube, 15 verschiedenen Nationalitäten. Also eine kunterbunte Uvesco-Familie, die so mit ganz vielen verschiedenen Perspektiven und Gedanken an neuen Produkten arbeiten kann. Und wir haben auch spannende neue Sachen in der Pipeline. Ich habe dir vorhin schon FTD mit dem blauen Ring gezeigt. Wir haben einen neuen AWC auch, der bald kommt, mit einer Kappe kombiniert und auch unsere Scope Caps Familie. Du bist ja schon perfekt gekleidet heute in der Farbe. Die wird auch noch erweitert. Also ich denke, wir können mit Stolz sagen, wir sind eine wirklich innovative Firma in allen Bereichen, die ich dir heute so gezeigt habe. Und bin stolz drauf, hier auch zu arbeiten. Lass uns wieder reingehen, es geht noch weiter. Ja, Dörte, du hast jetzt ja vorhin schon deinen ersten Clip geformt und wir wollen jetzt mal den Weg vom Clip ein bisschen weiter verfolgen und schauen uns jetzt an, wie es dann weitergeht mit Kappe und Faden. Und wir haben die Laura hier aus der Produktion, die dir jetzt mal zeigen wird, wie das Ganze funktioniert und dass es wirklich sehr präzise Handarbeit ist.
Magst du es auch mal probieren? Nein. Du hattest mich schon abgehängt, als du den Faden zweimal wieder zurück gemacht hast. Ich glaube, also ich bin sehr beeindruckt. Innovation im Bereich Entwicklung, das fehlt uns jetzt sozusagen noch als Schlagwort. Wo sind wir denn hier? Ja, das stimmt. Wir sind jetzt hier im Prototypenlabor und du siehst unsere insgesamt 6 3D-Drucker. Einer davon läuft auch gerade und druckt schon was. Und wir können mittlerweile wirklich Kleinserien, die auch CE zugelassen sind, hier im 3D-Drucker herstellen und früh in den Markt gehen für frühe klinische Phasen. Das heißt, wir können ganz früh schon Feedback von Kunden und Kundinnen sammeln, um dann das Produkt zu verbessern, bevor es überhaupt kommerziell erhältlich ist. Und ein super Beispiel dafür ist unsere ArgoCap, die du ja auch schon kennst. Also die gibt's auch schon. Aber hier mal so die Evolution, wie die aus dem 3D-Drucker kommen kann. Also nicht so transparent. Und auch mit der Montagehilfe haben wir so ein bisschen rumgespielt mit Größe und Farbe zum Beispiel. Und das ist nur mit den 3D-Druckern so möglich, dass wir da auch schnell sind. Das Produkt hat jetzt sogar dieses Jahr den ESGE Innovation of the Year Award gewonnen. Also ein sehr gutes Beispiel dafür, wie man so Innovation im Sinne von 3D-Drucker nutzen kann, um schneller an den Markt zu kommen. Und das hier ist auch aus dem 3D-Drucker entstanden? Richtig, das ist auch aus einem von den 3D-Druckern. Wir machen auch übergroße Modelle von unseren Produkten, damit wir sie auf der Messe ausstellen können, einfach schön zeigen können, wie sehen die Stoppe aus, wie sehen die Clip-Zähnchen aus, einfach um es besser erklären zu können. Und das läuft hier auch gerade, das ist eine riesengroße ArgoCap, auch für die Messe. Alicia, jetzt waren wir ja gerade drüben im Trainingsraum, wo die Trainees direkt am Ende den Endoskopen am Schweinemagen trainieren konnten. Aber Ovesco bietet ja sozusagen auch noch ganz innovative und auch selbstentwickelte Trainingsoptionen an. Erzähl doch dazu was. Ja, richtig. Also ganz wichtig ist für uns, dass wir für jedes Produkt oder Verfahren unsere eigenen Trainer auch herstellen. Also die entwickeln wir hier auch selbst. Man sieht, das sind Teile auch aus dem Baumarkt einfach, die man zusammenschraubt. Das ist unser Resect-Trainer, den habe ich selbst entwickelt mit Heizgerät, weil man da eine bestimmte Temperatur braucht. Also die sind alle wirklich hier selber konstruiert. Ja, und hier ist zum Beispiel unser Bars-Trainer. Hier sieht man auch nochmal schön, wo bei uns 3D-Druck überall zum Einsatz kommt, weil diese ganzen Inlays hier und die Einsätze sind alle hier aus dem 3D-Drucker gekommen. Auch hier konstruiert die Beschichtung, damit es sich so ein bisschen anfühlt wie in der Speiseröhre und man das möglichst originalgetreu trainieren kann. Dann gibt es hier noch das Artificial Bleeding Modell. Da, wo man nicht mit organischem Material arbeiten kann, in manchen Kliniken ist es wegen den Endoskopen nicht erlaubt, kann man mit dem künstlichen Modell arbeiten und dann hier mit solchen Inlays dann künstlich erzeugte Perforationen schließen oder auch Blutungen stillen. Dafür ist ja unser OTSC bekannt. Diese Blutung stellen wir dann mit Kirschsaft einfach nach. Alicia, dann noch eine Frage. Wie meldet man sich denn als Interessierter bei euch zu einem solchen Training an? Ja, wir haben den Ovesco Training Campus und das ist nicht nur Training hier vor Ort bei uns, sondern noch ganz viel mehr. Wir haben eine Webseite, da kann man sich ganz viele Webinare und Lernvideos anschauen. Wir haben Infosheets, Montageanleitungen, auch einen wissenschaftlichen Newsletter, wo man sich alle 2-3 Wochen informieren kann. Am besten einfach mal auf der Webseite schauen, da findet man alle Informationen. Und ihr führt auch Inhouse-Schulungen durch, also dass die Mitarbeiter uns direkt im Krankenhaus besuchen würden. Genau, für manche Produkte machen wir sozusagen Workshops im Klinikum, die wir zum Beispiel für OTSC anbieten, wo man dann im Klinikum das ganze Team auf einmal schulen kann. Das macht auf jeden Fall Sinn, dann sind alle auf einem Stand und das kommt euch zeitlich natürlich entgegen. Und wir sind froh, wenn dann ja, das ganze Team auf einmal geschult werden kann. Wir sind jetzt mit unserer Tour so langsam am Ende angelangt. Ich hoffe, ich konnte dir so ein bisschen zeigen, was für uns Innovation hier bei Ovesco bedeutet in den verschiedenen Bereichen und hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Also ich fand das sehr interessant. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und mir das hier alles gezeigt hast. War wirklich, wirklich spannend. Sehr gerne. Du Dankeschön. Bist jederzeit wieder herzlich willkommen uns Vielen zu besuchen. Dank. Ciao. Tschüss. Das war Endoskopie aktuell bei Ovesco in Tübingen. Bleiben Sie gespannt, wo es das nächste Mal hingeht. Tschüss!